Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich darf Sie recht herzlich zum zweiten Thüringer KI-Forum begrüßen. Mein Name ist Kai-Uwe Sattler. Ich bin einer der Initiatoren des Thüringer Zentrums für Lernende Systeme und Robotik, das mit Unterstützung des TMW WDG und der LEG Thüringen dieses zweite Thüringer KI-Forum organisiert. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Mai 2019, an das erste Thüringer KI-Forum. Das scheint, wenn man das heute betrachtet, vor langer Zeit gewesen zu sein. Man konnte eng gedrängt in einem Saal sitzen. Man konnte während der Kaffeepause seinem Gegenüber in das Gesicht schauen. Und ja, wie gesagt, seitdem ist sehr viel passiert. Man könnte natürlich denken, dass es wichtigere Themen gibt aktuell als das Thema künstliche Intelligenz. Nichtsdestotrotz ist auch im Bereich künstliche Intelligenz einiges passiert in den letzten Monaten. Vor einigen Tagen konnten wir lesen, dass Googles Tochter DeepMind mit dem System AlphaFold jetzt 3D-Strukturen von Proteinen vorhersagen kann. Also ein Problem, an dem Experten, Wissenschaftler lange gearbeitet haben und keine echte Lösung dafür finden konnten. Das ist so das, was in der Wissenschaft unter anderem passiert. Natürlich viele andere Sachen noch mehr. Aber auch in der Politik und in der Wirtschaft ist im Bereich KI doch einiges angestoßen worden. Die Bundesregierung hat unter anderem ihre KI-Strategie fortgeschrieben. Da werden insbesondere betont die Ausbildung und Anwerbung von KI-Fachkräften. Es soll ein KI-Ökosystem etabliert werden und insbesondere die Anwendung von KI weiter ausgebaut werden. Und es soll ein Ordnungsrahmen für sichere und vertrauenswürdige KI geschaffen werden. Das sind große Ziele, das sind wichtige Ziele. Die Bundesregierung unterstützt das auch, indem sie den Etat für KI-Themen nochmal erhöht hat von 3 auf 5 Milliarden. Und da sieht man also auch, dass in der Bundesrepublik Deutschland das Thema natürlich auch ganz oben auf der Agenda steht, neben der Pandemiebekämpfung. Auf der anderen Seite wurde in diesem Jahr auch eine Studie des BMWI veröffentlicht, die mit Zahlen von 2019 sich mal angeschaut hat, wie Unternehmen agieren. Da hat man also festgestellt, dass circa knapp 6% aller Unternehmen gegenwärtig KI einsetzen. Die haben oder die Ausgaben in dem Bereich belaufen sich auf 4 bis 5 Milliarden für Entwicklung, Einführung und Pflege von KI-Anwendungen. Und damit werden Umsätze von bis zu 60 Milliarden erarbeitet. Das ist sehr eindrucksvoll. Man muss aber auch sehen, dass nur 16% dieser Unternehmen die KI-Anwendung selbst entwickelt haben, sondern der Rest wurde eingekauft. Und noch viel interessanter ist eigentlich, dass mehr als 22.000 Stellen in diesem Bereich KI offen waren und offen sind. Und 43% dieser Stellen blieben bisher unbesetzt. Da sieht man also auch tatsächlich einen hohen Bedarf an Fachkräften. Und sicher auch an Gesprächsbedarf. Daher haben wir uns entschlossen, die Reihe dieser KI-Foren fortzusetzen. Wir hatten das schon für den Spätsommer geplant als Präsenzveranstaltung. Wie Sie alle wissen, ist das leider nichts geworden. Wir haben uns aber gedacht, dann lieber diese Form dieser virtuellen Veranstaltung, sodass wir zumindest dort ein bisschen im Gespräch bleiben. Wir haben versucht, Ihnen dennoch ein interessantes Programm zusammenzustellen. Wir haben uns 3 Blöcke überlegt. Wir werden einen Block Forschung und Technologie haben, wir werden einen Block Wirtschaft, Gesellschaft haben und wir werden im Anschluss eine Panel-Diskussion durchführen zum Thema KI in Thüringen, endlich erwacht, Fragezeichen. Und alle diese Blöcke, oder zumindest die ersten beiden Blöcke, werden durch Keynotes eingerahmt von Experten aus diesem Bereich. Und damit hoffe ich, dass wir auch für alle etwas dabei haben und es nicht alleine auf KI-Forschung oder Informatik begrenzen, sondern tatsächlich auch auf Anwendung, auf rechtliche und ethische Sachen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Wir werden es so organisieren, dass wir immer so einen Block haben von Vorträgen, die wir hintereinander organisieren und dann am Ende dieses Blocks jeweils eine Diskussionsrunde durchführen. Unsere Bitte ist, dass, wenn Sie Fragen haben, Sie die einfach im Chat hier gern an alle oder an den Host senden, sodass wir diese Fragen sammeln können und dann können wir das
einzeln oder können wir das einsammeln? Und ich würde dann einfach an die jeweiligen Sprecher diese Frage weitergeben, sodass wir jetzt nicht immer Mikrofon an- und ausschalten müssen. Ja, ansonsten meine Bitte, Ihre Mikrofone, sofern Sie nicht sprechen, auszuschalten, um die Hintergrundgeräusche möglichst zu reduzieren. Und sollte es irgendwo Probleme geben, kontaktieren Sie uns einfach im Chat. So, das zum groben Ablauf. Sie finden auf der Website vom TZLR, da wo Sie sich registriert haben, auch nochmal Überblick über den zeitlichen Ablauf. Ich werde aber auch immer nochmal die Sprecher kurz vorstellen und dann durch das Programm führen. So, wir haben als erstes nach dieser kurzen Einleitung ein Grußwort von unserem Minister, Herr Wolfgang Tiefensee, der heute leider nicht hier bei uns sein kann, aber er hat es sich nicht nehmen lassen, uns mit einer kurzen Videobotschaft auf das Thema einzustimmen. Und ich würde mal darum bitten, das entsprechend abzuspielen.